Strukturwandel. Was soll das eigentlich bedeuten? Und wo landen die 40 Milliarden Euro, die die Bundesregierung da in den nächsten 15 Jahren reinstecken will? Dieser Podcast liefert Antworten und Geschichten von Menschen, die genau da leben und arbeiten, wo sich durch den Kohleausstieg Strukturen komplett verändern sollen. Deutschlands Kohlereviere bereiten sich auf den Ausstieg vor. Das Ruhrgebiet, das Lausitzer Revier und das Mitteldeutsche Revier stellen sich auf für das postfossile Zeitalter. Es geht darum, unter völlig veränderten Bedingungen Wohlstand für die Menschen und Sicherheit zu schaffen. Wie kann das gelingen? Und was bedeutet Strukturwandel jenseits leerer Worthülsen? In den vergangenen Monaten bin ich quer durchs Mitteldeutsche Revier gereist. Hab in Tagebaulöcher geguckt und verlassene Dörfer besucht. Und dann haben die das alles abgerissen, so nach und nach. An Gremiensitzungen teilgenommen, ein Unterwasserprojekt begleitet. Hab mit Klimaaktivistinnen veganen Kuchen gegessen. Wir wissen, dass wir ein Akteur sind, an dem man nicht mehr vorbeikommt, wenn es um die Zukunft von Pödelwitz geht. Und mit Bergmännern Pommes. Ich bin Bergmann, wer ist mehr, ne? Den Spruch gibt's ja. All das, um herauszufinden, was sich im Mitteldeutschen Revier gerade verändert. Das ist meine geschätzte Kollegin, Podcast-Redakteurin und Host Joana Voss. Ihr hört den Podcast-Podcast, unseren täglichen Podcast-Tipp hier bei Detektor FM. Und wir empfehlen euch heute unsere frischeste eigene Produktion, die Reportageserie Nach der Kohle. Was kommt nach der Kohle? Um das herauszufinden, hat sich Joana auf den Weg gemacht ins mitteldeutsche Braunkohlerevier. Ihre ersten Recherchen führen sie nach Rackwitz in Nordsachsen. Dort fährt ein selbstfahrender Bus, als ganz normale Linie im öffentlichen Nahverkehr. Und dieser Bus heißt Flash. Zugegeben, wenn ich an autonomes Fahren denke, dann denke ich nicht zuerst an Rackwitz in Nordsachsen, sondern eher an Singapur, Shanghai oder an Silicon Valley. An Tech-Metropolen eben. Wie kommt es, dass ausgerechnet in Rackwitz ein selbstfahrender Bus fährt? Dass der Flash in Rackwitz fährt, das ist kein Zufall. Er ist Teil einer Veränderung, die die Region hier komplett auf den Kopf stellen soll. Eine Veränderung, die noch Jahrzehnte andauern wird, in die die Bundesregierung 40 Milliarden Euro steckt und die für viele Menschen schwer greifbar ist. Die Zukunft nach der Kohle, erklärt Joana im Podcast, sie ist das Thema in Rackwitz. Rackwitz liegt nämlich mitten im mitteldeutschen Braunkohlerevier. 150 Jahre lang hat die Region hier von der Kohle gelebt. Heute gibt es noch 3 Tagebaue in diesem Revier rund um Leipzig, in denen aktiv Kohle gefördert wird. Und spätestens 2038 ist dann, wie überall in Deutschland, komplett Schluss mit der Kohle. Und während moderne Mobilitätskonzepte auf der Straße ausprobiert werden, ruckelt und hakt es da noch an einigen Stellen. Das zeigt, dass Strukturwandel Zeit braucht für Try and Error. Mitten auf der Strecke bleibt der Bus stehen. Ein LKW kommt uns entgegen. Nicht auf unserer Spur, sondern auf seiner eigenen. Aber der Flash ist trotzdem irritiert und hält vorsichtshalber an. Wir stehen. Vor so LKWs hat er irgendwie richtig Angst, oder? Ja, er ist halt so programmiert, dass er nicht über die gestrichelte Linie fahren darf. Und dann bleibt eben rechts und links nicht mehr viel Platz, wenn der Gegenverkehr über die gestrichelte Linie kommt. So ein ruckartiges Anhalten, das passiert auf der Fahrt öfter. Bäume, die spiegelparkende Autos, alles, was er nicht klar einordnen kann, macht den Flash erstmal stutzig. Und dann kommt eben doch eine Busfahrerin ins Spiel. Wer entscheidet, wie sich das mitteldeutsche Revier verändert? Was bedeutet der Kohleausstieg für die Menschen, die in der Region leben? Geht hier jetzt alles den Bach runter? Oder entsteht ein ostdeutsches Silicon Valley, in dem Ex-Bergmänner Computerchips zusammenlöten? Antworten auf diese und viele andere Fragen gibt's in den 12 Folgen unseres neuen Detektor FM Storytelling Podcasts Nach der Kohle. Nach der Kohle ist eine Produktion von uns, dem Podcast Radio Detektor FM. Jeden Samstag erscheint eine neue Folge. Ihr findet sie überall da, wo es Podcasts gibt. Und natürlich in der Detektor FM App.
Und wer diesen Podcast hört, der freut sich schon auf Disneys Cars Teil 4 mit dem neuen Hauptcharakter Flash, der seine Angst vor LKWs überwinden muss. Das war unser Podcast-Tipp für heute. Wenn ihr auch morgen noch auf dem Laufenden bleiben wollt, was unsere Empfehlungen angeht, dann abonniert unseren Podcast auf eurer Lieblingsplattform. Wir freuen uns auch immer über ein Like oder einen Kommentar von euch. Dieser Tipp und die Moderation kamen von mir, Ina Lebetjew, Redaktion, Caroline Breitschädel und Doreen Rothmann. Produziert hat die Folge Benjamin Zerdani. Wir hören uns.